Liebe Freundinnen und Freunde, so. Liebe Freundinnen, liebe Freunde hier im Raum, aber ich glaube, wir streamen auch, weil hier doch nur eine begrenzte Platzzahl ist, an die Interessierten an unseren Debatten heute auch in das weltweite Netz. Das wird bleiben, das geht nicht wieder weg und wir wissen es zu nutzen als Grüne. Deswegen hallo, schön euch zu sehen. Ich bin ein bisschen angefasst davon, euch zu sehen, weil die Bedingungen, unter denen wir uns sehen, so besondere sind für uns alle, aber im Speziellen auch für mich. Und ich will so gerne anfangen, damit noch mal ein bisschen uns zu erinnern, wo kommen wir eigentlich her? Ungefähr vor 5 Jahren und einer Woche hatten wir auch einen Landesparteirat nach einer Landtagswahl. Und das war ein Landesparteirat, das stand vor den Grünen in Nordrhein-Westfalen. Ein Riesenberg, wo wir versucht haben, Erklärungen zu finden dafür, wie konnte es dazu kommen, dass die Menschen in NRW nicht mehr wussten, wofür steht eigentlich Grün. Ein Riesenberg, wie schaffen wir das jetzt eigentlich alles, wieder zurückzukommen? Und ich glaube, in der Entscheidung, die wir damals alle zusammen getroffen haben, dass wir uns es nicht leicht machen, sondern wir Schritt für Schritt jede und jeder an seinem Ort dazu beiträgt, vor der eigenen Tür zu kehren, die Inhalte zu überprüfen, nach draußen zu gehen und zu sagen, was interessiert die Menschen in NRW eigentlich wirklich, wie stehen eigentlich unsere Verbündeten an unserer Seite, wo können vielleicht neue Allianzen gegründet werden. Das ist ein Weg und eine Entscheidung gewesen, die wir damals getroffen haben, die Grundlage dafür war, dass wir einen Wahlkampf geführt haben. Ein Wahlkampf, der aufgesetzt hat auf eine so wahnsinnig erfolgreiche Kommunalwahl im Jahr 2020, der aufgesetzt hat auf ein Selbstverständnis, was wir haben als Grüne hier in Nordrhein-Westfalen. Selbstbewusst, eigenständig und in Bereitschaft, Verantwortung für die Menschen im Land zu übernehmen. Vor 5 Jahren und einer Woche haben wir die Grundlage dafür gelegt, dass wir letzten Sonntag alle zusammen das historisch beste Landtagswahlergebnis der Grünen Nordrhein-Westfalen holen können. Alle, die daran mitgearbeitet haben, vielen Dank. Und dieser Weg dahin war einer, wo wir alle viel gearbeitet haben. Jede und jeder an ihrem und seinem Ort. Egal, ob wir in der Partei als Landesvorstand, die Landtagsfraktion, die in den Landesarbeitsgemeinschaften engagiert sind, die grüne Jugend, die im Bundestag für die Grünen sitzen oder im Europaparlament. Wir haben es uns nie einfach gemacht. Wir haben uns eben nicht zurückgelehnt aufgrund von Umfrageerfolgen und gesagt, Mensch, das wird ein Selbstläufer. Sondern es war vollkommen klar, da gehört jetzt ganz, ganz viel dazu und ich will euch ein Riesenkompliment dafür machen, dass ihr das so gut gemacht habt, dass wir alle zusammen uns untergehakt haben, dass wir verstanden haben, dass wenn wir alle zusammen im Team losrennen und wenn wir damit es schaffen, gemeinsam zum Fliegen zu kommen, dass wir als Team, als Grüne in NRW so unglaublich viel erfolgreicher sein können, als wenn wir die Ellbogen auseinander ausfahren und gegeneinander arbeiten. Wir haben vorgelebt, wie wir uns das vorstellen für unsere Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen. Kooperation und Kollaborieren als ein modernes Modell nach vorne zu kommen, nicht die mit den stärksten Ellbogen setzen sich durch, sondern wir sind eigentlich alle in einem Boot und jede und jeder tut an der Stelle, wo sie oder er ist, das Notwendige dafür, die Realität, in der wir uns gerade befinden, Richtung Zukunft auszurichten. Deswegen danke, dass ihr zusammengehalten habt. Danke, dass ihr diesen Wahlkampf möglich gemacht habt. Danke, dass ihr so einen wahnsinnig engagierten Wahlkampf gemacht habt. Danke auch an die Agentur, die uns ehrlicherweise eine ziemlich richtig gute Kampagne angeboten hat, mit der ihr aber so viel gemacht habt, weil die Plakate alleine machen keine Kampagne. Dass ihr euch klar wart, welche besondere Rolle wir übernehmen können
und übernehmen wollen für die Zukunft von Nordrhein-Westfalen. Das hat nicht die Farbgebung in irgendeinem Pistaziengrün auf einem Rahmen eines Plakates ausgemacht, sondern dass ihr das von Kopf bis Fuß leben und erzählen konntet, dass ihr darauf verzichtet habt, eure Familien zu sehen, euch mit Freunden zu treffen, sondern einen Wahlkampf gemacht habt, der sich sie schreibt. Ich ziehe meinen Hut und habe großen Respekt vor unserer Gemeinschaftsleistung. Vielen Dank. Und ich meine, es müsste jetzt dann 2 Wochen her sein, als die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger in NRW abstimmen konnten. Und sie haben abgestimmt. Und sie haben uns 18,2% Vertrauensvorschuss gegeben. Und ich werbe so sehr dafür, dass wir das als genau das verstehen. Dass es ein Vorschuss ist dafür, und das ist für mich das Besonderste, was dieses Wahlergebnis auch in seiner Nachwahlbefragung ergeben hat. Die höchste Kompetenzzuschreibung zur Lösung der Herausforderungen, um eine gerechte, um eine ökologische, um eine soziale, um eine gute Zukunft in NRW haben zu können, wird uns als Grünen NRW am stärksten zugeschrieben. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist ein wahnsinniger Vertrauensvorschuss. Wir sind bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Und ehrlich gesagt haben wir auch alle richtig Bock darauf. Deswegen und irgendwie kriegen 18,2% dann ja auch Gesichter. 38 Kolleginnen und Kollegen in der Landtagsfraktion. Ein Wahnsinn, wenn wir uns jetzt in den Fraktionssitzungen immer sehen und aussprechen, was für eine Kraft sich da in diesem Raum versammelt, was für eine Möglichkeit wir als Grüne haben, in der ganzen Fläche des Landes Nordrhein-Westfalen jetzt auch Struktur zu haben, um Landespolitik zu erklären. Deswegen ist es eben nicht nur 18,2% und eine Verpflichtung für Inhalte, sondern auch ganz konkret ein Potenzial, ganz viele Botschafterinnen und Botschafter grüner Landespolitik aus dem Landesparlament in die Fläche des Landes zu schicken. Und es sei mir auch gegönnt zu sagen, wir haben 7 direkt gewählte Landtagsabgeordnete und oh Wunder, vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir eine sehr feministische Partei sind, dass es bei uns gelungen ist, dass 4 von 7 weiblich sind. So, und jetzt gehen wir ans Eingemachte. Dieses Ergebnis gibt nämlich eben jetzt auch Notwendigkeiten und Möglichkeiten, in Gespräche mit anderen Parteien einzutreten. Und Raul hat den Mitgliedern des Sondierungsteams schon gedankt. Ich mache das auch jetzt direkt zu Beginn schon mal, damit ich es sicher nicht vergesse. Eine Sache müsst ihr wissen, wir waren sehr, sehr unterschiedlich, jeweils in Persönlichkeiten und Charakteren. Aber vielleicht darf ich sagen, dass das ganz gut dafür steht, wie wir eben auch die Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen sehen. Dass Vielfalt und Unterschiedlichkeit eine Stärke sein kann für erfolgreiche Gespräche. So habe ich es empfunden. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Und weil ich jetzt gerade hier oben stehe und bei euch dafür werbe, dass ihr zuhört, dass wir uns austauschen, dass ihr eure Meinung, eure Kritik, euer Lob, euer was auch immer zu Wort bringt, dass wir eine gute Debatte dazu haben, wie geht's jetzt eigentlich weiter, will ich sagen, worüber diskutieren wir hier eigentlich? Worüber wir hier heute diskutieren ist ein 12-seitiges Papier, in dem wir in Gesprächen
mit Verhandlerinnen und Verhandlern der CDU unter der Führung von Hendrik Wüst ausgelotet haben, finden wir gemeinsam ausreichend Verbindendes, um die großen Herausforderungen, die vor Nordrhein-Westfalen stehen, die für die Menschen in Nordrhein-Westfalen jeden Tag Alltag sind, in vertiefenden Koalitionsverhandlungen zu beraten. Darum geht es heute. Dass wir darüber entscheiden, ob das, was in dem Sondierungspapier steht, ausreichend dafür ist, um in die Tiefe zu gehen. Weil ja natürlich steht da nicht alles drin, was drinstehen muss in einem Koalitionsvertrag. Und natürlich fehlen da auch Details, selbstverständlich. Die müssen in einem Koalitionsvertrag da sein. Aber was ihr heute bewerten könnt, ist das, was da steht, das, was da an Haltung transportiert wird, das, dass ihr euch vorstellen könnt, ja, geht den nächsten Schritt. Wir haben angefangen, schrittweise aus einer Wahlniederlage uns nach vorne zu arbeiten. Und genauso stehen wir heute wieder an dem Schritt. Wir feiern nicht ab, was wir schon alles Tolles geschafft haben, sondern in Verantwortung für die Zeiten, in denen wir gerade leben. Nämlich Zeiten, in denen eine Gleichzeitigkeit von Krisen ist. Die Folgen der Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die Klimakrise, der Verlust der Artenvielfalt, die Spaltung unserer Gesellschaft, die Feinde unseres Rechtsstaats. Wir müssen uns ehrlich machen, das sind nicht die sonnigsten Voraussetzungen, in denen wir gerade gestalten wollen und Verantwortung übernehmen wollen. Aber ich sage euch auch eine Sache. Ich kann mir keine Partei vorstellen, die besser vorbereitet ist auf genau solche knallharten Zeiten, weil wir die Haltung haben, weil wir die Notwendigkeit zum Pragmatismus haben, weil wir entschlossen sind, die Zukunft für die, die noch gar nicht geboren sind, besser zu machen und vor allem für die, die jetzt noch klein sind und die, die jetzt schon alt sind, zu versöhnen, was an Konflikten da ist. Und weil glücklicherweise noch alle, die im Sondierungsteam dabei waren, auch noch zu Wort kommen, will ich mich dabei reduzieren, euch ein paar Punkte aus dem Papier zu benennen, die mir besonders wichtig sind, wobei ich für jeden Punkt 2 Stunden reden könnte, glaube ich, weil das auch wichtig ist, dass ihr erfahrt, aber dazu komme ich am Schluss, was eigentlich die Atmosphäre und die Stimmung war in diesen Gesprächen. Nordrhein-Westfalen, und das steht im Sondierungspapier, soll die erste klimaneutrale Industrieregion in Europa werden. Und es steht eben auch drin, dass zur Wirtschaft im Jahr 2022 zählt Klimaschutz, die Grenzen des Planeten, gute Arbeitsplätze und soziale Sicherheit untrennbar zusammenkommen. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist eine Grundlage. Und das ist nämlich genau die Grundlage, die wir brauchen. Die brauchen wir dafür, weil wir dafür geworben haben, dass wir der Teil einer nächsten Landesregierung werden wollen, dass Politik und Entscheidung auf Landesebene endlich auf die Höhe der Zeit kommt, wo die Zivilgesellschaft schon lange ist, wo die Unternehmen schon lange sind. Diese Formulierung bietet uns jede Grundlage in den Koalitionsverhandlungen, die notwendigen Dinge, weil die Fakten hart und unerbittlich sind über die Erhitzung des Klimaplaneten, die lassen sich nicht wegdiskutieren, sondern die erfordern entschlossenes Handeln. Der Verlust der Arten, der lässt sich nicht kleinreden, sondern der ist real und dagegen muss man bessere Politik machen. Das genau steht in diesem Sondierungspapier. Und es steht noch was drin. Und das ist kein Parteitagsprogrammbeschluss, sondern das Ergebnis eines Sondierungspapiers mit der CDU. Da steht drin, dass der Kohleausstieg 2030 kommt. Punkt. Nicht idealerweise. Keine Einschränkung. Punkt.
Und da steht drin, dass alle politischen Maßnahmen so dazu beitragen müssen, so schnell wie möglich entlang des 1,5-Grad-Ziels Netto-Null-Emissionen und klimaneutral zu werden in Nordrhein-Westfalen. Das ist die uneingeschränkte Bestätigung, alles dafür zu tun, was politisch auf Landesebene machbar ist, um das 1,5-Grad-Ziel zu schaffen, liebe Freundinnen und Freunde. Und auch das ist kein grüner Parteitagsbeschluss, sondern das ist das Ergebnis von harten, intensiven Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Und das ist eine Leistung, auf der wir gut aufbauen können. Ich war gerade, bevor ich hier hingekommen bin, auf der Meisterfeier des Handwerks in Düsseldorf. Ja, das war super. Na ernsthaft, das ist richtig toll beim Handwerk. Also wenn ich das mal so sagen darf, da können wir als Grüne noch davon lernen, wie vielfältig die Jungmeisterinnen und Jungmeister durch ganz Nordrhein-Westfalen sind. Tolle Geschichte. Aber wisst ihr, was das Ding ist? Das ist halt ein richtig harter Punkt, den wir vor uns haben, Fachkräfte zu finden. Chancengerechtigkeit im Bildungssystem umzusetzen, die zu befähigen, die wir so dringend brauchen, werden diese Transformation schlichtweg ergreifend in den Unis Exzellenz zu erforschen, daraus Unternehmen zu gründen und dann aber auch umzubauen. Jeder und jede werden gebraucht und das, was wir im Bildungskapitel vereinbart haben, sagt, wir werden auch die Chancengerechtigkeit herstellen, damit jede und jeder auch sich dahin entwickeln kann, wo sie oder er es für ein Erwachsenenleben, was gelungen ist, eben haben möchte. Deswegen ja, ein Wechsel in der Logik von Chancengerechtigkeit vom Bildungssystem in Nordrhein-Westfalen. Schulscharfer Sozialindex bedeutet, ungleiches ungleich behandeln wird für Nordrhein-Westfalens Bildungsinstitutionen das neue Leitbild. Das ist ein Erfolg. Und das ganz Entscheidende, liebe Freundinnen und Freunde, ist, das ist nicht ein Erfolg für uns Grüne. Ja, können wir uns darüber freuen. Aber das Wesentliche wird sein, dass wir damit die Erfolgschancen der jungen Menschen in NRW einfach richtig erhöhen können. Darum geht es. Deswegen arbeiten wir hart. Deswegen streiten und diskutieren wir auch mit anderen Parteien. Ich will noch zum Schluss auf den ganzen Fragen, auf den ganzen Teil von sozialem, Gesellschaftspolitik und Gesundheit kommen. Als ihr angekommen seid, standen draußen, auch hier in Essen, die Vertreterinnen und Vertreter vom Uniklinikum in Essen, die auch jedes Mal, wenn wir uns mit SPD oder mit CDU getroffen haben, vor der Tür standen und sagten, vergesst uns nicht. Und ich will mal sagen, was ihr findet im Bereich Gesundheit und Pflege, deutet eben deutlich mehr als an, dass das, was auf Landesebene getan werden muss und getan werden kann, die Arbeitsbedingungen für die, die für uns da sind, wenn wir krank sind, wenn wir alt sind oder wenn wir Unterstützung brauchen, dass wir dafür sorgen werden, dass sich die Arbeitsbedingungen für die verbessern werden. Weil Gesundheit wieder Daseinsvorsorge werden muss und weil wir vereinbart haben in dem, was da steht, dass wir dafür sorgen wollen, dass die Menschlichkeit ins Gesundheitssystem, ins Pflegesystem zurückkommt. Auch das ist ein großes Versprechen. Auch das bedeutet viel Arbeit. Aber das sind wir denen schuldig, die uns in der Glaubwürdigkeit, die wir da auf allen Ebenen bisher vertreten haben, gewählt haben, dafür jetzt auch zu liefern. Es ist im Sondierungspapier der Grundstein dafür gelegt, dass es gerechter zugeht in Nordrhein-Westfalen, dass wir die Gesundheitsbranche, den Gesundheitssektor stärken. Ich meine, Leute, die Versorgung mit Hebammen, die Versorgung mit Kreißsälen, die Versorgung der Kinder- und Jugendgesundheit wird in der Krankenhausplanung ein hartes Kriterium werden. Das ist ein Erfolg. Das bedeutet ganz viel konkrete Verbesserung für die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Auch das haben wir jetzt schon im Sondierungspapier als Grundlage geeint.
Und dann haben wir im Wahlkampf alle ganz viel darüber geredet und ganz viel Vertrauen dafür bekommen, dass wir uns um die Infrastrukturen kümmern werden. Die Infrastrukturen, die bedeuten Glasfaser an jede Milchkanne. Aber die wohl entscheidendste Infrastruktur ist doch die, die klug entscheidet über Investitionen, die Teilhabe ermöglichen, die barrierefrei sind und die Menschen mobil machen. In der Perspektive unabhängig von dem eigenen Auto, auch für Menschen auf dem Land. Und wenn ihr euch den Mobilitätsteil anguckt, dann stehen da die wichtigen Dinge drin. Erhalt vor Neubau, wenn es um Straßen geht. Das Rückgrat der Verkehrspolitik in Nordrhein-Westfalen sind Bus und Bahn. Das steht in diesem Papier drin. Und es steht drin, dass das vor kurzem beschlossene Radverkehrsgesetz auf seine Wirksamkeit hin überprüft wird. Und zwar reichen die Maßnahmen aus, dass das, was erfolgreich in der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad von über 200.000 Menschen gefordert wurde, nämlich 25% Radanteil zu haben, reichen die Maßnahmen, die jetzt im Gesetz sind, aus? Und wenn nicht, dann wird da entsprechend nachgebessert. Weil die Verkehrswende endlich passieren muss in Nordrhein-Westfalen, nicht nur über Fotos von Spitzenpolitikern auf Fahrrädern, sondern ganz konkret im Verteilen der Investitionsmittel, im Besorgen von Planerinnen und Planern, das hinzukriegen und bei Klimaschutz im Verkehrssektor eben jetzt geliefert werden muss, damit wir das schaffen, die Klimaneutralität in Nordrhein-Westfalen zu schaffen. Und damit es gerechter zugeht in Nordrhein-Westfalen, haben wir uns auch im Themenfeld von Wohnen und Bauen verständigt. Und ich sag's euch, natürlich werden wir nicht länger dabei zugucken, dass wir nicht alles Mögliche dafür tun, dass Mieterinnen und Mieter geschützt sind, ihr Zuhause zu verlieren, weil irgendjemand spekuliert mit deren Zuhause. Und die eigentliche Nachricht in diesem Sondierungspapier ist schon mal, dass es eine vorsorgende Bodenpolitik geben wird in Nordrhein-Westfalen. Dass wir es gemeinsam geschafft haben zu sagen, Grund und Boden ist ein seltenes Gut. Deswegen gibt es ein 5-Hektar-Ziel im Landesentwicklungsplan. Deswegen gibt es das Flächensparsamkeitsgebot im Verbrauch von Fläche. Deswegen nutzen wir das, was an Innovation und an Idee und Zukunftsfähigem schon da ist und setzen das planerisch um, helfen den Kommunen dabei, Brachflächen nutzbar zu machen für zum Beispiel Wohnen oder Gewerbe, bevor sie alle draußen die grüne Wiese zuschütten. Das meinen wir mit vorsorgender Bodenpolitik. Grund und Boden ist was, was ganz wertvoll und ganz selten ist in Nordrhein-Westfalen, aber vor allem Dingen etwas, was zukünftig nicht mehr Spekulationsobjekt ist, um möglichst viel Geld zu verdienen. Und jetzt gehe ich nochmal zurück zu unseren Erfahrungen, die wir im Wahlkampf gemacht haben. Wie hitzig diese Zeit war, wie sehr wir an Orten erlebt haben, dass wir selber in Auseinandersetzungen standen zwischen denen, die eigentlich das System überwinden wollen. Reichsbürger, Rechtsextreme, Querdenker, Impfgegner, Anhänger von Verschwörungsideologien. Und deswegen ist das Bekenntnis, was in diesem Papier steht, dass wir uns verstehen als eine Demokratie, die entschieden gegen Rassismus und Diskriminierung vorgeht und damit den Wert von Demokratie, nämlich dass die starke Mehrheit alles dafür tut, Minderheiten eben zu schützen. Das steht in diesem Papier drin. Das ist unser Selbstverständnis, die Vielfalt der Menschen in Nordrhein-Westfalen als Stärke zu begreifen, dafür zu sorgen, dass die humanitäre Herzlichkeit der vielen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler im Geflüchtetenbereich eben auch in der Landespolitik durch ganz konkrete Maßnahmen hinterlegt, unterstützt wird, dass wir dafür sorgen werden, dass die Gewaltschutzmaßnahmen für Frauen verbessert werden, weil sich eben
am Schutzgrad und am Beteiligungsgrad von Frauen auch der Zustand einer Demokratie abmessen lässt. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns in dem Bereich, wo es um Medien, um Kultur geht, dazu bekennen, dass wir Desinformation, Medienkompetenz, damit Öffentlichkeit, wenn sie gestaltet wird, nicht von denen gestaltet wird, die versuchen, über diese Öffentlichkeit Spaltung in die Gesellschaft zu bringen, uns gegeneinander aufzubringen, sondern dass wir von der Kita bis ins Seniorenheim dafür sorgen, dass wir gut aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger haben, dass wir darüber auch Politisierung wieder ermöglichen, damit wir zur nächsten Landtagswahl auf jeden Fall eine höhere Wahlbeteiligung haben werden als bei dieser. Und dass wir eine Sache auch haben, und ich will das als besonderen Wert sagen. Vielleicht ist es gar nicht so schwer, in einem Sondierungspapier mit einer SPD und einer FDP aufzuschreiben, Wahlalter 16 finden wir gut. Aber lasst es euch einfach auf der Zunge zergehen, welche Chance darin liegt, wenn das in dem Sondierungspapier mit der CDU steht. Wir haben immer gesagt, Demokratie zu verteidigen, das ist unsere DNA, eine freiheitliche Demokratie zu verteidigen, seit dem 24. Februar Bürgerinnen und Bürgerpflicht im besonderen Maße hier für uns als Grüne in Nordrhein-Westfalen. Auch dafür wurden wir gewählt. Dass wir einen Altschuldenfonds kriegen werden, wird die Handlungsfähigkeit der Kommunen erhöhen, wird die kommunale Demokratie stärken. Wer sagt im Wahlkampf, wir nehmen die ernst, denen die Zukunft gehört? Das ist logisch, dass es das Wahlalter 16 geben muss. Und ich komme jetzt zum Schluss und will euch eine Sache sagen. Es gibt keine Priorisierung in der Bearbeitung der Krisen. Ihr lest das, wenn ihr den Einstieg in dieses Sondierungspapier habt, als ein klares Bekenntnis, dass wir verstanden haben, zusammen nach diesen Sondierungsgesprächen, dass es um die Gleichzeitigkeit der Krisen geht, die die besondere Herausforderung in diesen Zeiten sind. In einer Realität, die so ist, dass sie geprägt ist von den Folgen des Ukraine-Kriegs, von den Folgen der Klimakrise, den Katastrophen, die deswegen auch hier ganz konkret in Nordrhein-Westfalen passieren, denen, die vielleicht unterm Radar passieren, wie der Verlust der biologischen Vielfalt. Aber wir haben gesagt, wir verstehen, dass alles miteinander zusammenhängt. Wir wissen das vielleicht schon was länger, aber es steht jetzt auch im Sondierungspapier. Und eine Sache verspreche ich euch. Ich habe angefangen damit, euch zu sagen, dass wir selbstbewusst und eigenständig seit 5 Jahren dafür arbeiten, Vertrauen zu gewinnen. Was jetzt als Chance vor uns liegt, ist vielleicht, dass wir uns mit einer CDU über eine Brücke die Hand reichen und lagerübergreifende Lösungen finden. Aber was ich euch genauso verspreche ist, wir bleiben die Grünen. Natürlich bleiben wir die, die wir sind, bereit, uns den aktuellen Gegebenheiten anzupassen, uns selber zu hinterfragen, nicht einzuschlafen als Partei, sondern immer organisch mit weiter sich zu entwickeln, wie die Gesellschaft, in der wir gerade leben. Aber selbstverständlich als ein klarer, als ein grüner, wichtiger, relevanter Akteur für die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Es geht darum, sich die Hände zu reichen, um neue Wege zu finden, um Lösungen für die Zukunft zu finden, für die Menschen in NRW, endlich wegzukommen davon, bei einem Regierungswechsel einfach wieder alles zurückzudrehen, was die anderen gemacht haben. Damit haben wir jetzt ausreichend Erfahrung in NRW, würde ich sagen. Ich bitte euch um die Zustimmung zum Antrag des Landesvorstands, dass wir in vertiefte Koalitionsgespräche mit der CDU eintreten können. Die Grundlage,
die Arbeitsatmosphäre, die knallharte Arbeitsatmosphäre mit den Kolleginnen und Kollegen von der CDU ist aus meiner Sicht gegeben und es steckt ordentlich was drin in dem Sondierungspapier. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus